Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur 10. Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. Und heute beschäftigen wir uns mit ein bisschen Optimierung. Ich habe gestern eine negative Bewertung gekriegt. Sorry dafür nochmal, dass ich da ein bisschen zu schnell reagiert habe und da jemanden Mobile Gaming da falsch verdächtigt habe. Tut mir leid, ich war da ein bisschen... Ich habe den Zusammenhang nicht richtig kapiert. Und war da einfach ein bisschen vorschnell. Aber wir kümmern uns heute um Optimierung. Unter anderem eben wegen auch dem negativen Kommentar, weil ich mir gedacht habe, naja, so richtig XL sind wir noch gar nicht. Wir haben hier zwar den Quadrack haben wir zwar, den nutzen wir aber gar nicht. Und so ein paar andere Maschinen haben wir auch, die nutzen wir aber auch nicht oder noch nicht. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, ich gucke nochmal nach ein paar Mods. Habe auch noch ein paar gefunden und deshalb verkaufen wir jetzt erstmal ein bisschen Equipment. So, den Ladewagen verkaufen wir auch, weil wir pressen ja Ballen. Da brauchen wir keinen Ladewagen. Den Quadrack verkaufen wir auch. Auch wenn der eben unser größtes Equipment war bisher. So, den John Deere verkaufen wir auch. Habe ich, glaube ich, so geplant. Weil den brauchen wir eigentlich auch im Moment gar nicht. Einfach mal unser totes Kapital hier ein bisschen aufwerten. So, und dann haben wir hier noch den Viehtransporter. Der kann 40 Schafe, glaube ich, transportieren. Den will ich aber auch loshaben. So, dann fahren wir den mal gerade hier hin. Wir verkaufen natürlich alles hier, weil es uns am meisten Geld bringt. Und den LKW schicken wir dann gleich schon mal zum Hof, zum Shop. Den werden wir dann nämlich gleich benötigen. So. Gut. So, was haben wir noch überlegt? Ich meine, wir haben jetzt schon 600.000. Ich glaube, ich habe soweit dann schon alles verkauft, wenn die zwei Sachen weg sind. Eventuell, wenn es vom Budget her passt, werden wir uns am Ende vielleicht noch einen größeren Drescher kaufen. Aber wie gesagt, da muss ich gucken, ob das Budget reicht. Den verkaufen. Oh, guck mal, der bringt sogar noch 53.000. So, Series 9. Achso, okay. Da wollte ich gerade mal unseren Fliegel hier wieder. Hä? Ich wollte den mit unserem. Wo habe ich bitte? Ich wollte den eigentlich mit unserem. Nicht Universalfass, das ist am Hof. Ich bin auf der Suche nach dem hier. Ah, das steht auf der anderen Seite, glaube ich, oder? Achso, da ist der Helfer noch eingestellt. Ah, hier steht's. Ja, ich wollte das einfach mal vereinen, weil es zusammengehört. Jetzt nicht, weil wir sonderlich viel Raps haben. Sondern... ankuppeln. Ah, okay. X aufladen, glaube ich. So. Ja, weil es einfach zusammengehört und... ich nicht wollte, dass die Teile hier einzeln rumstehen. Gut, dann können wir uns wieder um unsere Verkäufe... Ne, die Verkäufe haben wir, glaube ich, gemacht.
Jawohl, wir haben 800.000 totes Kapital sozusagen reaktiviert. So, dann fangen wir mal an. Wir wollen einen Pflug und zwar habe ich hier noch ein paar mehr reingemacht. Die werden wir später natürlich mal ausprobieren. Also was ich gleich sagen kann, ist hier die AgriCat. Die sind ein bisschen suboptimal, weil die einfach eine feste Größe haben und man die nicht zusammenfalten kann. So, wir hatten hier den Selford mit 6,1 Metern und ich würde gerne, der hier wäre auch schon interessant, der hier 6,5 Meter, aber ich habe mir gedacht, ich hole mir den John Deere 2720 Combination Ripper und ich hoffe, dass der wirklich ein Pflug ist. Er sieht mir irgendwie nicht so ganz danach aus. Der braucht 465 PS, das heißt, wir müssen uns auch einen neuen Traktor kaufen. Den habe ich mir aber auch schon ausgeguckt. Das ist nämlich der Class Xerion. Und zwar in der einmal stärkeren Version. So. Und das war's, glaube ich, schon. Damit haben wir 490 PS. 530 gingen. Eigentlich hätte ich den. Naja, gucken wir mal. Wir können den ja noch ändern. So, was habe ich noch verkauft? Ich habe noch verkauft den Tieranhänger. Da habe ich auch noch ein neues Pack drauf. Und zwar den Pizzaioli von Scania. Den LKW können wir uns leider im Moment nicht leisten. Der kostet ein bisschen zu viel. Aber wir haben hier den Anhänger. Und der kann auch 56 Schafe. Ah, Moment. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen blöden Fehler gemacht. Weil hier steht Truck und Trailer 56 Schafe. Das heißt, der hat gar nicht so viel Platz. Och, Menno. Wir gehen hier rein. Ah, ich dachte, die können einzeln so viel. Okay. Aber wir müssen im Moment keine Schafe kaufen. Deshalb lasse ich das mal offen jetzt. Dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Geld. So, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich noch kaufen wollte. Dum-dum. Flug. Sämaschine eventuell, habe ich mir überlegt. Die Amazone könnte man tauschen durch hier andere Gefährte. Er hat 15 Meter Spannweite. Der hat 22 Meter. Ist ja mal krass. Braucht aber auch 400 PS. Haben wir denn ein Fahrzeug noch mit 400 PS? Der Xerion ist klar. Der Deutz nicht. Nee. Der LKW hat 400. Aber ich denke, dann mache ich im Sinne von der nächsten Folge einfach Folgendes. Wir verkaufen unseren Fendt. Den haben wir auch gekauft und noch nie benutzt. Ist eigentlich schade drum. Aber, ja, den verkaufen wir halt mal. Der hat nämlich eine Spannweite oder eine Schneidwerksbreite von 10,5 Meter, glaube ich, oder 10,7. Und das können wir noch ein bisschen optimieren. Da können wir uns noch ein bisschen was Größeres holen. Verkaufen. 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 So. Und dann können wir hier einen Glas Lexion 87 brauchen wir auf jeden Fall. Anbauteile brauchen wir nicht. Pipe XL. 7XL gibt's. Das ist Abladen halt schnell. Nehmen wir mal.
Oder vier. Nee, komm, nimm mal sieben. Logos habe ich mir gedacht. Monster Edition. Nummer 1 ist es. Dann wissen wir auch, welches der erste war, ohne da jedes Mal reinspringen zu müssen. Und Edition Monster. Den kaufen wir. Und das passende Schneidwerk dazu. Moment. Dieses mit 13,7 Metern Schneidwerksbreite. Kaufen. Okay. Gut. Jetzt haben wir noch 200.000. Und wir können theoretisch noch ein bisschen Kredit aufnehmen. Deshalb gucke ich mal gerade noch nach Traktoren. Vielleicht den Fendt Vario 900. 390 PS. Ups. Was kann denn der Tausender? Der ist über dem Budget, aber. Der könnte bis zu 500 PS. Dann hätten wir zwei Maschinen, die stark sind. Wie hier ist Standardradwerk kostet Geld. Ist ja krass. Okay. 360. Aber ich glaube, so viel Kredit haben wir dann doch nicht. 150 können wir uns noch nehmen. Machen wir mal. So, jetzt sind wir aber ausgelastet mit Krediten. Wir gehen erstmal kurz gucken, wie die ganzen Maschinen aussehen. Vielleicht brauchen wir auch noch einen Schneidwerkswagen. Das weiß ich ja gar nicht. Nee, brauchen wir nicht. So, hier. Hier haben wir einmal den Xerion. Oh, der hat einen krassen Wendekreis. Hohoho. Und da sieht der LKW so klein daneben aus. Ich möchte jetzt mal gerade darüber aufs Feld fahren. Alter, ist das riesig. Das ist gar kein. Ich dachte, das wäre eine Wiese. Okay, Bremse müssen wir hier wirklich extrem drücken, dass der anhält. Aber dann fahren wir hier einfach mal kurz auf den Hof. Weil ich möchte wissen, wie das Teil aussieht. So, und dann klappen wir mal auf. Wie, das sind 13 Meter? Wollt ihr mich verarschen? 9 Meter. Okay. 9 Meter könnt ihr hinkommen. Doppel selbst das? Ja, mit außen? Okay. Na, ist auf jeden Fall schon ein Modsteil. Zusammenklappen bitte wieder. Und das richtige Gefährt dafür haben wir ja jetzt auch. Mit dem Glas hier. Ups. So, ich hoffe mal, dass wir hier nachher mit Curseplay überhaupt nach Hause kommen. Dass es nicht zu groß ist. So, dann hier unser Glas Lexion 780. Der hat zum Glück einen eigenen Schneidwerkswagen dabei. Monster Edition. Jetzt verstehe ich das auch.
Der hat hier hinten ein Monster drauf. Nice. Sieht auf jeden Fall cool aus. So, wir schubsen mal das Schneidwerk in die richtige Richtung. Ups. So, und warte mal, da würde ich gern sehen, was denn die XL 7 XL Pipe ist. Einmal aufklappen, das Rohr. Geht aber nicht. Drescher aufklappen. Was hat denn der da oben drauf? Ein Radar oder sowas? Coole Sache. Also Rohr ausfahren. Ich glaube, da ging es eher um die Breite, um die Länge vom Rohr mit den 7XL. Okay, gut. Aber der Drescher macht schon mehr her wie unser Fendt. Und wie gesagt, ich werde in der nächsten Folge, werden wir den Drescher auch benötigen. Weil ich habe mir gedacht, wir haben jetzt schon 2 Wochen gespielt, ohne dass wir überhaupt mal eine Ernte gemacht haben. Oh Gott. Ich glaube, ich werde nachher auch für die Rückfahrt die Fahrzeuge ausstellen. So, was brauchen wir denn noch? Ich glaube, das war's eigentlich. Ich schalte jetzt mal die Fahrzeuge aus. Ne, wir haben, komm, wir haben uns extra, Verkehr aus. Wir haben uns extra einen Kredit geholt. Was steht denn da? Was? Ja. Was seid? Hä? Da steht nichts. Wir haben uns extra noch Geld geholt. Wir brauchen noch einen gescheiten Traktor. Oder? Oder sollen wir den Überladewagen verkaufen und uns einen größeren holen? Oder verkaufe ich den LKW? Schwere Entscheidung. Hier habe ich nicht reingeguckt, okay. Da ist aber auch, doch, hatte ich auch reingeguckt. Ich hatte überall reingeguckt, um zu schauen, welche neuen Mods da hinzugekommen sind, weil ich habe gestern 54 neue Mods hinzugefügt. Da verliert man mal leicht den Überblick. So, ich habe jetzt ein Problem mit, mit den Tieren. Ich könnte mir natürlich... Na, Moment. Ich könnte mir das jetzt leisten. Ich könnte mir die Kombination leisten, aber 54 Schafe insgesamt sind gar nicht so viel. Das ist eine schwere Entscheidung. Die will ich heute nicht treffen. Was haben wir denn noch, was wir brauchen könnten? Ladewagen haben wir verkauft. Mit der Absicht, weil wir den einfach nicht mehr brauchen. Wir haben einen Traktor mit Frontlader. Der hier wäre interessant. Der 8x8 Akrotrack von Phoenix Tatra. Der wäre interessant, weil der kann die Annaburger Fliegel auf die Annaburger Tripper laden. Dann könnten wir eigentlich noch den für die Hackschnitzel wieder verkaufen. Der passen 36 rein. Da auch. Das wäre wirklich nicht so schlecht. Wir haben den kleinen Krampe noch. Den hier. Da passen 40 rein. What? Aber wenn wir überlegen, wir haben den großen Krampe, den hier. Beim Ernten den großen Krampe und
noch hinten auf dem LKW so ein Auflieger drauf, dann ist es recht nice. Deshalb werde ich, ja, werden wir uns das kaufen, denke ich. Sechsunddreißig geht rein. Welche Farbe hat denn der Tatra? Ne, Moment, warte mal. Es gibt noch was anderes. Es gibt noch was anderes. Aber wo ist denn der drin? Guter Traktor? Nee. Ich habe noch was anderes gefunden. Das habe ich da auch drin. Ballentechnik? Nee. Ah, hier gibt es noch einen fetten Trailer mit. Ah, genau, den habe ich gemeint. Hier gibt es noch einen Lizard-Trailer im Design von New Holland mit 200.000. Aber das finde ich eigentlich schon ein bisschen übertrieben. Komm, wir machen es einfach. Wir kaufen uns hier den Phoenix Tatra 8x8. Da können wir die Farbe auswählen. Das ist ja nice. Und zwar mit Hauptfarbe. Das ist Tatra-Farbe. Ich würde gerne mal eine andere Farbe haben. Hauptfarbe gelb. Ach so, Felgenfarbe. Gelb-schwarz. Anhängerkupplung hinten, ja. Kaufen. Okay. Und dann kaufen wir uns eben noch diesen Annaburger Aufsatz. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den nehmen soll oder den hier hinten. Aber ich glaube, die sind gleich. Der hat eine Leiter, der hat das Dings da. Schubmax. Schubmax. Ist, glaube ich, egal. Und den holen wir uns in Schwarz. Mit Plattform. Ohne Plattform. Welche Plattform? Hier zum Stehen brauchen wir nicht. Wanddreieck, Wandtafeln, Reflektionsstreifen. Alles ran. Komm, kaufen. Okay. So, dann haben wir hier den neuen Tatra. Ist der lang. Oh nee, da muss man sogar genau reinfahren. Ist ja krass. So, und wenn wir da jetzt hinten dann... Hoho, der sieht schon krass aus. Das ist ein Riesenkipper. Der ist gut. Der gefällt mir. So, ich werde jetzt mal hier Follow Me verbinden. Und dann bringen wir unser neues Equipment mal nach Hause. So, ich werde erstmal hier ein bisschen in die Straßenmitte fahren. Ja, dann fahren wir unser Equipment nach Hause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Montag wieder. Der war noch an. Krass, wie der Qualm da oben rauskommt. Dann sehen wir uns am Montag wieder. Wenn ich hier wegkomme. Zur nächsten Folge. Ach Quatsch, wieder falsch gemacht. Falsche Taste gedrückt, was ist denn los heute? Wenn wir uns dann wirklich ans erste Abernten machen, weil das werde ich bis zur nächsten Folge durchlaufen lassen, bis wir im Erntezyklus sind. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Like, Abo oder Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.